Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Herzlich willkommen zurück auf der Map Gladbeck aus dem Add-on Gladbeck 2016 und heute nochmal herzlich willkommen zurück aus Gelsenkirchen. Ein letztes Mal habe ich ja angekündigt, dass wir heute nochmal und auch in der nächsten Folge die Linie 383 fahren wollen und danach dann den ALX auf Alheim und Laurensbach. Dass wir da hinten einen Backdrop haben, das liegt leider nicht an mir. Das ist der offizielle Entry Point hier. Das heißt, hier wird der Bus gespawnt, ganz offiziell. Und man guckt auf einen Backdrop. Also, ist leider nicht meine Verantwortung. Das war dann der gute Map-Erbauer, der das so wollte. So, wir fahren natürlich mit dem C2G, das habt ihr natürlich schon gesehen. Und zwar wieder Gebostra, also wieder mit dem Rebus-System heute. Naja, so, wir müssen natürlich erstmal alles startklar machen hier. 383 hatte ich ja gesagt. Von, hä? 96, 91. Hat sich das geändert? Das hat sich geändert, oder? Oder es kann sein, dass beim Scania ist es, glaube ich, genau andersrum. Ich habe beim Scania muss man erst die 96, 91 eingeben. Das könnte natürlich sein. Also ich bin das eigentlich so gewohnt, ich bin ja viel Scania gefahren in letzter Zeit, dass man erst die 96, 91 eingibt. Naja, denn halt nicht. So, das ist schon mal falsch. Was haben wir hier? SEV, genau, 301. So, betrifft uns alles nicht. Storno, nicht verfügbar, alles klar. Kurswechsel. Die 2 bitte. So, wir haben die Starthaltestelle zwar noch nicht erreicht, aber trotzdem, ne? So, erstmal Motor anschmeißen hier. C2G. Das Ding ist schon. Ja, das funktioniert. Das lassen wir auch an. Wir machen das heute mal total professionell. So wie man das machen muss hier. Arm lehnen runter. Fahrerkarte drin. Gut, Heizung, die werde ich in meinem Leben nie benutzen. Lenkrad können wir uns noch ein bisschen einstellen, ne? Oder? Wo ging das nochmal? Es ging doch immer hier. Also möchte ich sagen. Nein, hier nicht. Nee. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Hier. Ah. So. So, wir haben noch 12 Minuten Zeit. Wir gucken uns erstmal den Fahrplan nochmal an. Da oben ist er. Wir fahren von Gelsenkirchen, Burer Straße. Schön durch Gelsenkirchen. Bis nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Linie 383, eine, die ja gerne mit Hybridbussen betrieben wird bei der Bogestra. Haben wir ja hier nicht. Deswegen fahren wir natürlich mit dem C2. So, 32 ist Abfahrt. Ja, eigentlich, okay, fahren wir halt mit ein bisschen Verspätung los. Ich fahre ja generell ein bisschen schneller immer. So, fährt er dann auch mal, oder was? Und ein bisschen Vorratsdruck. Ja, wirst du ein bisschen Vorratsdruck haben, ne? Ja, jetzt fängt er schon wieder an zu heulen hier. So, komm. Jetzt können wir aber losfahren, oder? Nee, nee. Warum nicht? Ist die letzte Tür geöffnet oder was? Ah, wieso habe ich die Tür freigegeben? Wieso habe ich die reingemacht? Ich habe die nicht reingemacht. Muss ich auch vorhin in der Vorbereitung aus Versehen raufgekommen sein. Also kann ich mir jetzt nicht anders erklären. Boah, diese Hilfspfeile, ne? Wenn die so tief sind, Alter. Kriegst du echt Kopfschmerzen. So, wollt ihr nicht mit, oder was? Ich meine, ich weiß, ich hätte eigentlich hier vorne anhalten müssen, aber hier stand ja keiner. Will keiner mit? Wollen die beiden mit? Nee. Wieso will denn hier keiner mitfahren? So, 383. Burer Straße steht ja auch dran, Alter.
Hä? Kurswechsel 01. Wieso doch 0? Richtung Burer Straße steht er jetzt hier. Ah, jetzt, weil hier stand zuerst Richtung Burer Straße. Das habt ihr eben gesehen. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. So. Hallo? Hallo. Jo. Hallo? Hallo. So, und jetzt haben wir Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Jawohl. Einen normalen Fahrschein, nachdem ich ein Foto gemacht habe. Einen normalen Fahrschein 260. Nee, nicht eine Kurzstrecke, Mann. 260. Bitte schön. Einen normalen Jo. Fahrschein, bitte. Hallo. Hallo. Einmal normal, Einmal bitte. normal. Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein ermäßigt. Wo haben wir das? Hier. 40 zurück, bitte. 2 Minuten Verspätung, Alter. Ah, da fährt schon mal die Bahn. Da können wir auch mal ein bisschen drüber sprechen heute. Es soll ja demnächst, denn es ist fast fertig, das Add-on. Ja, kommt ein neues Omsi-Paver-Add-on raus von Kevin mal wieder. Und zwar soll es eben diese Bahn da geben, die bei der Burgestraße fährt, diese Straßenbahn. Mit der Linie 100 irgendwas, also eine reale Strecke ist mit dabei. Schloss Horst. Und ich soll halt auch mit der 302 kompatibel sein. Oder kompatibel? Kompatibel sein, ne? So, hier links. Boah, ja, Alter, wenn du auf der Schienen fährst mit dem Bus, ne? Boah. Ich glaube, Schienen wurden auch nicht entwickelt, dass da ein Bus drüber fährt, ne? Schienen wurden eigentlich für eine Bahn entwickelt. Schönen Guten guten Tag. Tag. Jo. Na, kommen Sie rein hier. So kalt ist es nicht. Jo. Guten Tag. Hallo. Danke. Hallo. Hallo. Einmal bitte Eine Kurzstrecke. Kurzstrecke, 1,60. 40, bitte. So, und zwar ist es ja wie gesagt Payware. Der Preis steht heute noch nicht fest. Das wird der Publisher, in dem Fall denke ich mal wieder Aerosoft, bekannt geben. Markenstraße. Ich werde es mir holen, um es einfach zu testen. Ganz klar. Freue ich mich auch schon drauf. Soll wohl zu Ostern kommen, aber wer weiß, ob es Verspätung hat, muss man sehen. Wie gesagt, das Ding ist fast fertig und wir haben fast Ostern. Also, bin gespannt auf den Preis. Also, ich schätze mal eher so gegen 10 bis 20 € wird es so sein. Ungefähr so wie die beiden Stadtbus-Add-ons, die ich mir natürlich nicht holen werde. O305, O405, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, Manfred. Ja, kauf dir doch ein Auto, Mann. Da kannst du eine Sauna draus machen, wenn du dir ein Auto kaufst. Kostet natürlich ordentlich Sprit, aber trotzdem. Meine Güte. Bogestra muss sparen. Und es gibt ja wirklich so viele neue Payware-Add-ons, die Haltestelle. geplant sind, ne? Sternpark. Also, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum Beispiel Rheinhausen soll ja jetzt kommen. Version 2 ist schon im Aerosoft Shop drin. Also könnt ihr euch gerne mal angucken, schon mal. Von Halcyon wird das kommen. Wird auch ein schöner C2 LE, so ein Überlandbus vom C2 wird da kommen. Ich glaube, der heißt LE. Der wird dann mit dabei sein. Wird auch ganz geil, denke ich mal. Wobei die Map jetzt auch nicht so wirklich nach Payware aussieht bisher. Das wirkt eigentlich wie so Alheim-Lauenzbach, eben eine gute Freeware-Karte. Aber da muss man sehen. Ferntreffen, 24. Mai. In diesem Jahr. Stimmt das? Ja, 2014, ha.
Genau. Für dieses Jahr haben sie auch schon wieder einiges geplant. Könnt ihr auch gerne mal gucken auf der Gladbeck-Facebook-Seite. Finde ich schön, dass es so eine Treffen gibt. Nächste Haltestelle, Kranefeldstraße. So, der Kollege. Dann soll ja noch dieses Hamburg-Add-on soll ja noch kommen. Modern Hafen, Modern City, irgendwas. Dazu kann ich euch aber absolut gar nichts sagen, weil da noch nichts bekannt gegeben ist. Genauso wie das Aachen-Add-on. Die findet man lediglich bei Amazon eben. Dass sie eben... Also man findet das Release-Datum jeweils von denen. Aber ansonsten, man findet noch nichts zum Produkt, weil das dauert halt noch ein bisschen alles. Und da muss man dann sehen. Dann kommt ja auch noch Palma. Da informiert mich Gladbeck ja regelmäßig über die App. Also ist auch nicht schlecht. Palma, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wird wahrscheinlich aber qualitativ wieder eine Vollkatastrophe werden, sage ich euch gleich. Aber ich bin gespannt. Also ich finde, solche Add-ons kann man sich da noch holen. Also so Add-ons, wo du halt nur so eine ollen Busse mit dabei hast. Was heißt olle Busse? Also die sind ja gut gemacht, aber an sich sind das alte Busse und ich fahre sowieso lieber moderne Busse in Omsi. Ich meine, da segne ich an, dass ich da über 10 Euro für so einen Scheiß bezahlen muss. Ich sage jetzt so einen Scheiß, also wie gesagt, ich bin, qualitativ ist es super, aber ich sehe den Sinn einfach nicht. Bei O305, O405. Ja. Hallo. Also ist es mir nicht wert, auch hier auf YouTube das zu zeigen. Gibt genug andere, die das gezeigt haben. Da könnt ihr euch das mal kurz angucken, ein paar Sekunden habe ich auch gemacht. Ja. Nächste Haltestelle, Rhein-Herne-Kanal. Und nicht immer darauf hören, was die größeren YouTuber sagen so und sagen, holt euch das. Meine Fresse, ihr wisst auch genau, dass die da eben sich das auch teilweise gar nicht selber gekauft haben, sondern einfach, muss ich hier jetzt anhalten? Boah, ich kenne mich nicht aus. Muss abbiegen. Oh, oh, rot. Ne, ihr wisst doch, dass die einfach auch die Keys da kriegen. Die Keys, Schlüssel, Produktschlüssel. Ich glaube da wohl nicht ernsthaft, dass euch, dass jeder sich in dieser großen, jeder dieser großen YouTuber sich einfach jedes Add-on wirklich kauft und so viel Geld da rein investiert in so einen Bus-Simulator. Das glaubt ihr da wohl selber nicht. Ne? Und deswegen sollte man schon mal, weil es eben auch so viele Payware-Add-ons in OMSI gibt, sollte man schon mal ein bisschen differenzieren, was ist nur wirklich, was tut nur wirklich Not, dass ich das haben muss und worauf kann ich auch mal ganz gerne verzichten. Ne? Ja, scheiße, ey, mein Lenkrad, ne? Ich versuche hier immer ein bisschen sanfter zu lenken, sodass ihr das nicht hört, aber ihr werdet das wohl doch hören. Landschaftspark Hessler. Hessler. So, und schon haben wir wieder eine Minute Verfrühung. Ansonsten, ich habe bestimmt schon irgendein Add-on vergessen, jetzt gerade aufzuzählen. Und es wird auch noch deutlich mehr kommen an Payware. Nächste Haltestelle, Luhebeckstraße. Aber auch an Freeware wird noch ein bisschen was kommen. Also so Alheim V4, was nichts mit Alheim Lauensbach zu tun hat. Ja, wollt ihr mit oder was? Na, guckt mich gefälligst an. Ja, rennt nicht vor mir weg. Nächstes Mal fahre ich vorbei. Hallo. Hallo. Guten Tag, danke.
Nächste Haltestelle, Melanchthonstraße. Also hier muss ich sagen, bei dieser Haltestelle ist es sinnvoll, dass man eine neue Sprecherin hat hier, im Add-on. Hallo. 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 Also hier sagt sie wirklich Melanchthonstraße. Und in den alten Computeransagen, da war das so, nächste Haltestelle, Melanchthonstraße. Die fand ich total scheiße, damals. Ich finde das gut, dass jetzt hier eine neue drin ist. Ich finde die Sprecherin generell okay. Ist halt nicht realistisch, ne? Aber... Also ich finde sie deutlich angenehmer als der auf Gladbeck, der Sprecher. Der für die Festische hier die Ansagen auf der Map spricht. Nächste Haltestelle. Jahnplatz. Alter, ich fahre nur, weiß Gott, nicht über 50, ne? Und trotzdem habe ich eine Minute Verfrühung, Alter. Guten Tag. Hafenmeisterbestattungen. So, was ist das jetzt hier für eine Kreuzung, Alter? Wenn man es als solch einer definieren kann. Nächste Haltestelle, Lerkenshof. Wieso sind hier zwei Hilfspfeile? Einer hätte doch gereicht. Unser Bus, ne? Schöner C2.